Der US-Riese Vail Resorts will seit Jahren in Europa Fuß fassen. Nun steigt der Resortbetreiber mit seinem Geschäftsmodell in Andermatt UER ein. Ganz so neu ist dieses in der Schweiz jedoch nicht, die Destination Laxgaer hat sich schon lange veramerikanisiert. Martin Schmidt. Die Zusammenarbeit in vielen Bergdestinationen ist schwierig, ja zuweilen ein Pulverfass. In einem Punkt sind sich zwar alle einig, Bergbahnen, Hotels, Skischüren, Restaurants und Geschäfte wollen alle möglichst viel an den Gästen im Ort verdienen. Die Frage, wie dies am besten gelingt, sorgt unter den Unternehmern aber immer wieder für Krach. Ein völlig anderes Geschäftsmodell verfolgt der US-Riese Vail Resorts, der diese Woche in Andermatt UER eingestiegen ist. Der größte Skiresortbetreiber der Welt kauft in seinen Destinationen alle möglichen Geschäfte auf und punktet bei seinen Gästen mit einem Angebot aus einer Hand. International greift dieses Modell immer mehr um sich, in der Schweiz ist es hingegen noch ziemliches Neuland, mit Ausnahme von Laxgaer. Wir haben das Modell der Amis kopiert und verbessert, sagt Bergkönig Reto Gurtner zu Blick. Das planen Amis in Andermatt, wir wollen die Kapazitäten erhöhen. Betriebe arbeiten sich gegenseitig in die Taschen. Gurtner ist Präsident der Weißen Arena, die im Gebiet Flims-Laax-Valera 1200 Mitarbeiter beschäftigt und neben den Bergbahnen auch zahlreiche Hotels, Skischüren und Restaurants betreibt. Während andere Destinationen darunter leiden, dass viele Kleinbetriebe nur an den eigenen Geldsack denken, arbeiten die Betriebe der Weißen Arena einander gegenseitig in die Taschen. Wir versuchen, mit unseren Angeboten über die gesamte Destination so viel Wertschöpfung wie möglich zu generieren, so Gurtner. Der Erfolgsunternehmer nennt ein Beispiel, ein Hotelier will normalerweise einfach seine Betten füllen, ganz egal, ob darin Wanderer, Langläufer oder Skifahrer schlafen. Für die Bergbahn ist es aber viel besser, wenn die Hotels vor allem Ski- und Snowboardfahrer anlocken. Die Betriebe der Weißen Arena haben es deswegen gezielt auf Wintersportler abgesehen. Umsatz der Skischüre verdoppelt. Werbung. Die Weiße Arena hat ihre Umsatzmaschinerie perfektioniert, wie das Beispiel der Skischüre zeigt. Die Bergbahnen haben wegen der Skischüren den VIP Skipass Blue Line eingeführt, mit dem die Gäste nicht am Lift anstehen müssen. Danach hat sich der Umsatz der Schulen verdoppelt. Die Skischülkönnen bezahlen nicht fürs Anstehen am Lift, sagt Gurtner. Dank Gurtner ist Laax mittlerweile eine der erfolgreichsten Destinationen der Schweiz. Der Weg dorthin war jedoch steinig und dauerte mehrere Jahrzehnte. Es hat viel Überzeugungsarbeit gebraucht, die verschiedenen Betriebe integrieren zu können, sagt Gurtner. Vail Resorts wollte die Weiße Arena kaufen. Sein Geschäftsmodell geht voll auf. Trotz Pandemie spielte die Weiße Arena im Geschäftsjahr 2020/21 bei einem Umsatz von knapp 90 Millionen Franken einen Gewinn von 2,6 Millionen Franken ein. In diesem Jahr dürften die Zahlen deutlich besser ausfallen. Werbung. Gurtners Erfolg sprach sich auch bis nach Amerika rum. Vail Resorts wollte die Weiße Arena vor Jahren kaufen, erzählt er. An einem Verkauf hat der Bergkönig jedoch kein Interesse. Was will ich mit dem Geld? Mir ging es darum, für die Mitarbeiter, die Bewohner und auch für die Gäste im Ort ein nachhaltiges Modell aufzubauen. Dass Vail Resorts nun in Andermatt eingestiegen ist, begrüßt Gurtner hingegen, sie bringen das nötige Wissen mit, und der Schweiz wird der zusätzliche Wettbewerb gut tun. Einen Tipp will er den Amerikanern aber mit auf den Weg geben, die Destination muss von den Leuten im Dorf getragen werden. Die Gäste wollen die lokale Kultur erleben.